Leute, ich bin schockiert. Wir schauen uns jetzt zusammen von Anfang bis zum Ende diese Geste an, okay? Lasst sie auf euch wirken, ganz in Ruhe. Okay. Go. Okay, nur um sicher zu gehen, ich gehe jetzt auf irgendeine Geste. In 3, 2, 1 und gucke, ob sie behindert ist. Go. Mann. Kann ich nicht mal irgendein Video normal anfangen? Lehnt euch zurück und gönnt euch. Hab Dick Rush ist wieder hier und willkommen zu einem neuen Video. Gibt es noch irgendein COD-YouTuber, der Klavier spielt in seinen Videos? Nein? Okay, dann seid ihr bei mir richtig und könnt abonnieren. Mit diesem Video möchte ich aufräumen mit einem Mythos, der schon lange Jahre durch die ganzen Communities geht. Die Frau denkt sich so, yo. Ach, vergiss. Falls ihr noch nicht den Geist aufgegeben habt, es gibt ja diesen ewigen Krieg zwischen Consoleros und PC-Spielern und innerhalb der Consoleros zwischen Xbox und PlayStation. Und ich sage mit diesem Video, wir alle sind eine Community. Wir sind alle zusammen eine große Subkultur. Deshalb ist dieser Krieg zwischen den PC-Spielern oder zwischen den Konsolenspielern in den einzelnen Games auch komplett sinnlos. Jeder soll spielen, was er möchte, solange er Spaß hat. Und dann spielt er genau das Richtige auf dem genau richtigen Gerät. Aber es ist bekannt, dass man mit einer Maus viel präziser aimen kann als mit diesem relativ groben Stick. Und es macht deshalb auch relativ viel Sinn. Sonst hätte man es ja auch nicht eingebaut. Und jeder würde Shit spielen ohne Auto-Aim, ist meine Theorie. Trotzdem werde ich heute das Unmögliche versuchen. Ich versuche heute, das erste Mal in meinem Leben, ich habe es vorher noch nie gemacht, Streaks zu erreichen ohne Auto-Aim. Ich wiederhole, Streaks ohne Auto-Aim. Da müsste jetzt so ein Bumm kommen. Anstatt ich jetzt einfach im Videobearbeitungsprogramm reinschneide. Deshalb werde ich jetzt ein Game suchen, gucken, ob ich einen guten Aim-Tag habe oder einen schlechten. Jeder hat mal gute und schlechte Tage in jeder Sportart. Und wenn ich einen guten habe, dann denke ich, ist es eine gute Voraussetzung, mal zu testen, ob ich das schaffe. Seid ihr dabei? Okay. Meine Klassen sind die, mit denen ich mich am wohlsten fühle. Einmal eine VMP und einmal eine M8-Klasse. Und ich habe noch eine Vespa-Klasse, damit der wirklich am Brennen ist. Okay, Nuketown, Herrschaft, X, Dr. Tino, Yaman 20, Musti, Haha, Manu, oh, Kenny, geboren Messi und Black Boy. Und ich habe mein Mikrofon dabei, was immer abfällt, wenn ich es dran mache, aber ich werde trotzdem stärker als mein Mikrofon sein und es wieder randrücken und reden mit den Leuten. Was geht ab, Leute? Nice, wir joinen einen Lobby mit Energiekern und Orbi oben. Was hat mein Team gemacht? Was habt ihr gemacht? John Titor 236. Was hast du gemacht? Okay, mein Aim ist da, seht ihr aber, Leute. In was für eine Lobby join ich, Mann? Was soll das? Die Lobby ist für uns eher suboptimal. Ich wehe, du fällst ab. Wenn ich einmal meinen Kopf zittere und du fällst ab, Mikrofon, dann werde ich dich nie wieder ranmachen. Und ade. So, wir haben noch ein zweites. Gegen Kack, Noob Legend, Z Legend Psycho, Mike 255, Z King Psycho, Akamalist und This is Ray Brunnen und ich habe einen Teammate. Ich will gar nicht sehen, was oben ist, wenn ich reinjoine in die Lobby. 61 zu 159 Triple Kill. Warum join ich überhaupt? Warum gehe ich nicht raus? Das ist so Selbstmord. So, ihr seht, mein Aim ist relativ gut. Ein paar Bullets gehen noch daneben, aber ich denke, wenn ich so 2-3 Kills mache, dann sollte es schon laufen. So, jetzt haben wir Teammates bekommen. Jetzt ist natürlich ein Geist oben. Leute, Treyarch, warum join ich in so eine Lobby? Holen wir den aus dem Headglitch? Ohohoho. So, wir joinen wieder in ein Lobby und es ist direkt Halbzeit. 45 zu 100, Mann. Oh. Du armer Junge. Du armer, armer Junge. Das ist nicht hier unser Prezi. Gut, den haben wir bis... die Leute werden so zerstört. Also ich gehe zwar die ganze Zeit down, weil ich einfach überall reinspringe, aber im Gunfight werden sie zerstört. Hier beweise ich mein Aim. Zack und... Zack und... Nein, meine Muni ist leer. Alles gut, alles gut, alles gut. So. Jetzt oder nie. Auf B. 1, 2, hinter mir. Da. 3, 4, let's go. Hier kommen noch mehr. Ich muss hier hoch. Da kommen welche. Ah, oh, er ist unter mir. Auto-Aim rettet. So, eine Streak ist da. Der Rest der Streak kommt jetzt auch noch. Keine Sorge. Ich wusste, dass da jemand kommt. Der eine Typ will so unbedingt seine Vorräte aktivieren. Hat er es auch gemacht? Ja, jetzt. Guck mal, wie er wartet.
So sieht keiner aus, der sich auf ein Paket freut. Okay, wir riskieren es einfach und springen so auf B. Wir riskieren es und wir haben zu viel riskiert. Ich bin einfach in meinen Tod gesprungen. Aber okay, Geister, Blitzschlag, einfach raus. Ich denke, das ist der richtige Zeitpunkt, jetzt mein Auto-Aim auszumachen. Und ohne Auto-Aim jetzt nochmal Streaks zu holen, okay? Das machen wir direkt. So. Zielhilfe. 3, 2, 1. Ich lebe noch, oh mein Gott, das ist ein gutes Zeichen. Let's go, kommt. Die Raps zerstören jeden. Ja gut, haben wir jetzt noch Gegner? Ja, haben wir. Aber wo sind die? Oh mein Gott, mein Geist. Kampffokus anmachen. Hol nochmal so viel, komm. Da habe ich direkt Streaks. Das zählt aber nicht, ich muss Gunkills machen. Okay, hier in Green sind welche. Da ist jemand. Scheiße, okay, das war... Es war okay, es war okay. Ich glaube, wenn man die Killcam gucken würde, würde keiner merken, dass das ohne Auto-Aim war. So, die spawnen auf C. Hier habe ich immer so mittellange Distanzen. Einen habe ich geholt, aber mit Glück. Der andere ging dann direkt nach Pakistan, der Schuss. Okay, das war relativ normal. Ich muss mich nur dran gewöhnen, Leute. Ich glaube, auch ohne Auto-Aim kann man spielen. Vielleicht werde ich mal eine Zeit lang ohne Auto-Aim spielen und dann ein Video machen, wie ich quasi eingeaimt ohne Auto-Aim spiele. Wenn ihr... Ich wusste, da ist jemand. Er macht es. Er ist wie ein Bot und hockt sich in die Ecke mit seiner KN. Oh, da ist jemand gespawnt. Noch jemand. Okay, der... Nein, er wirft... Ich glaube, ich kann erst im nächsten Game. Cut ins nächste Game. Der eine Gegner heißt El Doktor. AMK. Allein von den Namen her, ich vermute einfach, dass wir in ein Team kommen, wo Konterdrohne oben ist, wo Hater oben ist von den Gegnern, wo wir einfach absolut geraped werden. Ja. Triple Cap, 36 zu 129. Die Frau ist immer noch enttäuscht. Okay, die hat gerade angefangen, Leute. Jetzt ist endlich der Moment der Wahrheit. Jetzt konzentrieren wir uns auch wirklich darauf, dass mein Auto-Aim aus ist. Da ist jemand in der Ecke. Das sah relativ normal aus. Ja, okay, ich bin direkt in meinen Tod gesprungen. Aber bis jetzt sehen meine Gunfights relativ normal aus. Ich will mal so richtig... Oh. Ich hab keinen Bock. Nein, 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 nein. Wie weit ich weggeflogen bin. So intens gerade. Ich bin hinter einem. Bitte kein Turn-on kassieren. Das ist mein einziges... Sogar in kurzen Distanzen, Leute. Es ist so schwer. Ich habe sogar das Gefühl, dass eine kurze Distanz schwieriger ist als eine lange Distanz. Ich muss ganz ruhig bleiben. Es tut so weh. Es tut so weh, hinzugucken. Ich will am liebsten meine Augen schließen, wenn ich aime. Ich bin hinter allen. Haben ihn? Nein, Mann. Wie nimmst du die Flagge ein, Mann? Das sind Bots. Okay. Egal, welches Spiel jetzt kommt, ich spiele ohne Auto in die VMP, wechsel dann auf die M8, dann auf die Vespa, okay? Schwäche wird dir Untergang sein. Schwäche wird dir Untergang. Überall Stolperfall. Es gibt's nicht. Was macht ihr? Okay, das ging gerade noch so. Wir warten kurz hier. Ja, natürlich holt mich der Blitzschlag. Leute, ich bin kurz vorm Ausrasten, wirklich. Es läuft ab. Er ist im Spawn. Er sitzt da. Er sitzt im Spawn. Bitte holt ihn. Bitte holt Red Bull. Er heißt Red Bull. Holt. So könnte es funktionieren. Oder auch nicht, aber es hat gerade noch so. Jemand ist bei uns im Haus. Okay. Oh, C4 und alles. Alles. Ich werde mich richtig drauf Blockier doch nicht, Mann. Ich bin so aggressiv. Ja, ich komme wieder an eine phänomenale Lobby. Treyarch, ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten im Matchmaking. Shotgun. Oh, Wächter auf der Flagge. Schießt Prefire, meine Mates. Sauft los, ihr kleinen Wiesel. Jetzt laggt es auch noch. Alles kommt zusammen. In dieser Lobby kommt alles zusammen. Trophy. Hier steht ein Trophy, damit das Ding da verteidigt wird. Noch ein Geschütz. Ja, okay, können wir machen. Ich werde hier verrückt. Nein, steck mich nicht an. Eine Shotgun. Ich habe 1 zu 7. Okay, wir wechseln kurz auf die M8, Leute. Mal sehen, ob wir irgendwas besser spielen können. M8 ohne Auto-Aim, da bin ich mal gespannt. Also, SMG ist schon viel schwieriger. Warte, steht hier ein Geschütz oder was hat ihn geholt? Ja, da steht ein Geschütz. Ja, da steht ein Geschütz. Ich krieg niemanden, aber es leckt auch. Seht ihr das, Leute? Die haben alle 3 Bar, Mann. Was ist das? Ich glaube, wenn ich auf 3, 4 stelle, dann... Jawohl, ein Kill haben wir. Ich würde so gerne Auto-Aim aktivieren und die einfach zerreißen. Meine Fresse, den habe ich gut geholt. Ja, und er tradet natürlich um seine Vaters Vergangenheitsehre. Ich habe 3 Lobbys gehabt, wo ich gejoint bin, wo ein Orbi oben war und eine Konterdrohne. Dann Lobbys, wo alle Streaks kommen. Es ist...
Ich glaube, ich gebe auf. Ich glaube, ich gebe das erste Mal in meinem Leben auf. Ich bin müde. Ich meine, ich muss morgen tatsächlich auch früh aufstehen. Die Frau ist enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Nein. 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 Spiel suchen, Herrschaft. Ihr glaubt, ich lass mich unterkriegen? Wollen wir mal sehen, Alter. Ich gebe auf, Leute. Es ist kein Mythos. Ohne Auto-Aim ist es ein Krampf auf der Konsole. Ich habe auf 4-5 gespielt, Sensibilität. Ihr könnt es ja auch gern probieren. Wie auch immer, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und hau rein.